Moin moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Let's talk Rocket League. Ich Zement Ente, Air Furyk, Air Frostduck, go. Hallo. Jo. Guten Tag. Ja, ihr dürft auch Hallo sagen, ich bin da nicht so. Erlaubst du uns, ja, jetzt haben wir nicht von dir. Ja. Wenn meine Zuschauer unter die Folge drunter schreiben, dass sie eure Stimmen scheiße finden, dann mute ich euch einfach. Kenn ich nix. Welches Level bist du eigentlich mittlerweile, Daniel? 37, zwei Striche vor 38. Oh, ich hole langsam auf, merke ich. Es wird irgendwann langsamer. 33. Christian fährt. Juhahi. Oh. Oh, na. Entschuldige, dass ich das Tor geklaut habe, aber, ne? Das war kein Klau mehr, aber wie ich den auf die Linie gesetzt habe. Nice. Pop. Ich hab Tor geschossen, ganz allein. Mein Klauerei, ist gut, ey. Dein Ping hat aber immer noch nicht so richtig Bock, kann das sein? Nee. Oh. Boah, da ist mir irgendeiner von der Seite reingefahren, glaube ich. Alter, wie oft kann denn. Ja, was an dem Ball haben an einem Ballverweiler. Haben sie alle liegen lassen. Oh, ein paar wieder beide! Ich glaube, ich kann das Blau von meinem Auto noch mal ein bisschen dunkler machen. Damit das Weiß mehr zur Geltung kommt. Ich stehe gerade so ein bisschen useless hier im Tor rum. Boah, ich wollte dich verarschen, er ist einfach stehen geblieben. Schon wieder? Er hat keine Lust. Ich den mal raus. Also den Ball, nicht den Spieler. Ich wollte gerade sagen, wie soll ich den Spieler kicken, aber. Boah, Tristan. Schön, Daniel. Könnt ihr jetzt langsam auch mal irgendwas anderes machen, als vor unserem Tor rumeiern? Ja, und kriegen wir den Ball gerade nicht raus. Ja, das ist korrekt. Nice. Das sieht gut aus. Mit der Idee kann ich mich anfreunden. Hab das dann mal zu Ende gebracht, dieses Gedümpel, was sie da gemacht haben. Na, bei der Vorlage. Ich habe nicht viel gesehen. Christian fährt. Wo kommt der denn hin? Boah, ich war da auch dran, Sauerei. Das diese Orang-Utan-Geräusche sollten, glaube ich, heißen, ich hab den. Ja. Oder ich krieg den. Heißt, das sieht schön aus, da könnte ich den Ball aufs Tor tun oder so. Aber, Mann, der Ball liegt ganz gut. Ja. Ich glaube, ich könnte den direkt aufs Tor bringen. Ist ein bisschen lang als Ansage. Boah. Ja, kein Boost-Sauerei, ey. Wildes Chaos durcheinander im Gerangel. Boah, nein. Nope. Da komm ich nicht hin. Ja, ich hätte den haben müssen. Also ich meine, der ist ich versuch, blöd, dass der da gelandet ist, aber ich hätte den auch noch haben können. Ich hab da meinen Jump verkackt. Aber auf der anderen Seite hätte ich ihn auch nur hochgelegt, wenn ich ihn anders gejumpt hätte, deswegen hab ich so versucht. Ja, aber hochlegen hilft manchmal schon. Ja. Aber dann hätte ich ihn direkt vorm Tor hochgelegt und das ist halt auch nicht unriskant. Und dann habe ich gedacht, vielleicht erwische ich ihn mit der anderen Variante. Ah, schade. Das war eine gute Vorlage eigentlich. Ja, ich weiß. Hat nur ein bisschen wenig Brust. Hab den Sprung ein bisschen verkackt. Wow! Boah. Hab ich. Schönes Ding, aber das rüber. Oh, ja, da krieg ich den Schade, nicht, da habe ich den Wenderad, ist zu hoch. Ich hatte gehofft, ich könnte den noch erwischen, rückwärts, aber da war ich mir fast gedacht. Wendekreis zu groß. Ich brauche ein Auto mit einem kleineren Wendekreis. Ja. Da hast du mich gesubst. Nehme ich. Ja, aber... Ich hab keinen Boost. Nein, haben wir gesehen.
Beehole Invader. Was ein Pferd, ich spekuliere. Ich stehe rum und guck zu, wie der Ball auf mich zukommt. Hilfe! Fuck, zu klein. Boah! Da ist mir irgendjemand aus die Nase gefahren und da nicht. Ja, ich wurde wieder mal nur durchs Tor gekriegt. Ich so, oh, das war ja auch, ich darf nicht. Wir alle drei an dem Ball epic vorbeifliegen, Alter. Den hätte ja, eigentlich jeder von uns haben dürfen. Ja, also. Ja, lass mal nicht fliegen. Hier und Chris haben uns halt mal wieder gegenseitig aus dem Weg geboxt und dadurch ja, sind wir beide aus dem Ding raus gewesen. Dann können die den so direkt aufs Tor bringen, Alter. Ich dachte, ich krieg den Ball noch. Ja. Oh, wow. Ich zu viel Vorteil dran. Schietekack. Wir liegen übrigens hinten. Eine Minute noch und ein bisschen. Müssen wir ändern. Er kommt Mitte. Ja, kriegt er aber, oder? Ja. Ah. Kann ich riechen, dass du mich da genau anspielen willst? Ich wollte dich nicht anspielen, ich wollte den Ball aufs Tor schießen. Aber du sprichst ja neben dem Ball irgendwie rum und machst Sachen. Das Ding geht da leider daneben. Ich weiß, dass man nicht damit rechnet, dass ich den Ball aufs Tor bringe. Ich stand aber genau neben dir, das heißt, ich war nicht Richtung Tor. Ja, schon. Aber... Der wäre, glaube ich, schon. Also, es hätte schon gepasst. Aber. Hallo! Hallo? Guten Abend. Ja, ich hätte gerade gedacht. Wir nehmen gerade Rocket League auf. Du bist uns aber trotzdem willkommen. Mhm. Wir haben auch schon von dir geredet. Ach, schön. Ich nehme gerade Rocket League auf, aber du bist trotzdem willkommen. Was soll das heißen eigentlich? Das soll heißen, dass. Ja. Das war einfach nur die Aussage, dass es manche Leute gibt, die total Angst haben, wenn ich sage, wir nehmen irgendwas auf. Wir haben noch 30 Sekunden, noch einen zu machen, würde ich sagen. Ich wollte Tristan nur ein bisschen Zeit lassen, um ein Play zu machen. Ja, ist auch gut. Es sah irgendwie genauso aus wie mein Tor vorhin, kann sein. Weiß ich nicht. Tristan fährt. Nur, dass ich ihn diesmal auch selber vorgelegt habe. Das stimmt. Ich hab deren einen Torwart mal kurz ausgeschaltet, da ich glaube, ich erwartet hab. Das war nicht so gut. Nee. Jetzt, okay. Nee. Wie nochmal? Haben wir das erste Spiel gerade eigentlich gewonnen? Ja. Das ist noch das erste Spiel der Aufnahme. Ha, dann ist egal. Ich wollte sagen, haben wir das erste Spiel der Aufnahme gewonnen, aber das ist das erste Spiel der Aufnahme. Wir haben gewonnen, verloren, gewonnen und jetzt verlieren wir. Wir haben, glaube ich, immer eins gewonnen, eins verloren pro Aufnahme. Das ist so ein... Boah, wie ich den auf meine Autospitze balanciert habe. Nicht gewollt, aber immerhin. So, eins gibt noch in dieser Aufnahme. Gewonnen haben oder zwei. Kann sein. Also ich habe bis jetzt irgendwie 10 Punkte gut gemacht oder so. Ich achte nicht auf diese Punkte. Ich weiß nur am Ende des Tages immer, ob ich mehr oder weniger habe. Genau, gib ihm. Ja, ich dachte immer, jetzt wir zocken mit Max auch nicht, oder doch? Lass uns mal noch einen machen, damit die Aufnahme voll ist. Dann haben wir zwei Proof Aufnahme. Alles klar. Und danach kann Max mit aufnehmen. Okay. Okay. Chris, bist du nicht immer noch vor den beiden, oder? Na logisch, was glaubst du denn? Mit 10 Punkte, dann bin ich selber 2. Yeah. Ich weiß, 100 bei dir bist du Gold 3, ist schon klar. Ich fahr nicht. Ich auch nicht. Das war, weil der Ball in unsere Richtung ging. Darum habe ich dich geschubst. Hauptsache, er geht nicht rein. Das ist alles in Ordnung. Das war sogar so halb geplant, dass der nicht reingeht. Der kommt dann doch irgendwie anders näher ans Tor ran, als ich es gewollt habe, aber... Sorry, ich musste raus, würde ich behaupten. Mhm. Ja, ich glaube, der hätte früher sogar rausgemusst. Aber ja, ich wusste noch nicht, ob Tristan nicht glücklich. Und ja, dadurch... in dem Moment, wo Tristan halt weggeflogen ist, war klar, dass er da nicht mehr hinkommt. Ja, in dem Moment ist auch Chris losgefahren. Ja, das konnte ich aus dem Winkel nicht so ganz genau analysieren. Ich bin kein Kommentator, ich bin live mit euch im Spiel. Wow, wie war der so schnell? Huch, fuck. Ich hab's versucht. Es war dumm, dass ich's versucht habe, aber ich hab's versucht. Hab ich. Oh!
Jetzt hat er mir den 100er Boost weggenommen, der Lümmel. Jetzt habe ich keinen Boost. Haha, der fällt ja bald schon wieder runter. Den krieg ich. Ich auch. Das sind Raudis, die schubsen mich. Das war ja falsche Richtung, Leute. Ja, wir kommen schon wieder nicht von unserem eigenen Tor weg, ne? Ja, irgendwie nicht. Hab ich? Nee, das passt. Ich hab den besser. Der geht rein. Schönes nice. Ding, da ist sie wieder, die 2 und 2 Synergie. Ja, ich bin nur. Da ist ja wieder der Abgucken da. Nein. Das war sogar ganz wichtig. Du bist wichtig für die 3 und 3 Synergie. Aber 2 und 2 habe ich mit dir noch nicht so viele gespielt. Ja, das stimmt. Außerdem musst du jetzt ja fahren. Ohne dich könnte jetzt keiner den Anstoß machen. Wow, ich bin für den Anstoß da. Das ist ja sehr wichtig. Alter, dreh mir noch jedes Wort im Mund rum. Meine Güte. Ach, Chris, ganz ehrlich, ich war beim Raid auch gerade nur zum Klosteine stellen und Portal basteln. Schlimm sowas, oder? Ja, ne? Immer nur ausgenutzt werden. Ja. 70% in All-Star Area Training ist ganz gut, oder? Jo. 70% ist echt gut. Haben wir gut gemacht, Christian, auch wenn ich dafür nichts gekriegt habe. Ich glaube, der bisschen Seitenhieb hat mir sogar noch relativ gut getan. Ja, ich glaube, viel weiter rechts hat er nicht gedurft. Ja, wollte ich gerade sagen. Jetzt hustet er hier in meine Aufnahmen. Entschuldigung. Ist ja schlimm. Was erlaubt er sich? Fuck. Der war aber schon ein bisschen sehr daneben. Boah. Danke. Bitte? Gerne. Das war nämlich, wenn du den nicht gehabt hättest, hätte ich ihn gehabt und dann wäre er im Tor gewesen. Was? Wenn du den nicht gehabt hättest, hätte ich den gehabt und dann wäre er drin gewesen. Was? Dann hättest du ihn nicht gehabt. Was? Da ist hoffentlich einer hinter mir, ja, danke. Oh Gott, wo geht der denn hin? Was ist denn das für eine Variante? Boah. Ball, nicht Spieler. Ja, Alter, du sagst in letzter Zeit so selten, wann du den Ball kriegst. Das stimmt. Ich? Wenn der. Weil den Ball nicht kriegt oder weil er. Nee, weil ich tatsächlich irgendwie heute da irgendwie, keine Ahnung, Gehirn. Weil ich heute das erste Mal Let's Zock mit euch aufnehme, beim Rocket League zumindest. Und das macht mich nervös. Ich habe Angst, dass die Zuschauer mich nicht mögen. Ich. Noch da, aber Tristan liegt vielleicht halten mich die Zuschauer ja für einen furchtbaren Egozentriker, wenn ich immer ich brülle bei der Aufnahme. Ich? Ja. Ich hab 7 Boost, ich mach mal keinen Aerial. Du bist ja wieder spießig und konservativ. Ja, geht gar nicht. Tut mir leid. Au. Du musst einer versenken. Ich hab's versucht, aber da waren auch Gegner. Ich würde dran sein, als Gegner. Quatsch im gegnerischen Tor. Darf ich mal ein bisschen Inhalt bringen? Wie spielt ihr denn Rocket League? Mit Tastatur oder mit Controller? Tastatur. Controller. Ja, ich weiß, Tastatur ist besser. Oh. Nein. Controller ist besser, wollte ich sagen. Oh Mann, ey. Dann schäme ich echt durch. Mitte? Warum krieg ich dafür einen Mittelfeldpass? Hürge. Boah. Also manchmal haben die Bälle, die du da gerade genommen hast, nicht wirklich Sinn, Tristan. Ja. Und der kommt scheiße. Ich weiß nicht, wie ich den gehalten habe, aber es sah sehr Balletttänzer-mäßig aus. Gut. Ja, du bist unser kleiner Balletttänzer, wenn du möchtest. Das stimmt. Ich bin euer kleiner Billy Elliot. Das war doch hier dieser Tanzfilm, ne? Das ist der Film über einen Jungen aus England, der Balletttänzer werden möchte, ja. Und aber in Wirklichkeit aus einer Minenarbeiterfamilie kommt, die lieber will, dass er boxen geht.
Wollte gerade sagen, wollte dein Vater nicht, dass er boxen geht? Ja, richtig, genau. Ich war gerade überlegen, das war doch der Film, den ich gezwungen wurde, in der Schule zu gucken. Genau, das ist der Film, den jeder kennt, weil er gezwungen wurde, ihn in der Schule zu gucken. Genau der Film ist das. Ich kenne ihn nicht. Du warst ja auch in der Schule. Warst du denn zu uns da? Ich kenne ihn auch nicht, Tristan, alles gut, alles gut. Und mit diesen Kulturbanausen sage ich erstmal tschüss.